So, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Way of the Hunter. Wir sind heute mal wieder auf der amerikanischen Map und schauen uns so ein bisschen nochmal im Gebiet um. Es ist ja die Map, die ich schon, am meisten erkundet habe. Und da geht's heute weiter. Da geht's heute auf jeden Fall weiter. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Und damit, let's go. So, da gab es jetzt ein Geräusch. Müssen wir uns mal angucken, anschauen. Wie ist der Wind? Der Wind ist okay. Ah ja, guck mal. Ausgewachsene Meute, Hirsch, 3 Sterne. Nicht schlecht. Der hier vorne ist halt ausgewachsen, 4 Sterne. 4 Sterne ist natürlich immer kritisch, ne? Was machen wir mit dem? Der hier vorne hat 3. Und der hat 4. Backen halt auch alle ineinander so ein bisschen. Das ist ja sowieso, ist das eine richtig geile Gruppe. Ich glaube zwar nicht, dass wir da noch einen, Entschuldigung, Frosch im Hals, 5 Sterne dabei haben, aber nee, das ist ja mal die beste Gruppe, die ich jemals gesehen habe in diesem Spiel. 125 Meter. 4 Sterne. Ja, wie gesagt, 4 Sterne ist immer so ein bisschen kritisch, ne? Schieße ich den jetzt, dann hat er vielleicht irgendwie 96% oder so und hätte 5 Sterne machen können. Es ist also eine sehr, sehr gute Gruppe. Hier sind ja nur krasse Gewaltträger dabei. Also von 2 bis 4 Sternen alles dabei. Easy peasy. Auf jeden Fall habe ich ihn gut getroffen, sonst wäre er nicht gleich liegen geblieben. So, schön rechter Lungenflügel. Energie war auch noch komplett in der empfohlenen Aufprallenergie. Das dürfte nicht das Problem gewesen sein. Jagdwertung 5 von 5. 4 von 5 Trophäenwertung. Und er hatte einfach 97,57. Der hätte einfach noch 5 Sterne bekommen. Also er hätte noch den 5. Stern voll gemacht. Das ist nicht gut. Den hätten wir noch stehen lassen sollen. Schade. Ich dachte, der hätte sein Potenzial erreicht. Genau, der Abschluss kommt wie immer in den Discord. Also, falls ihr euch das Ganze auf dem Discord nochmal anschauen wollt, die Screenshots, ich habe in meinem Discord einen Channel, der nennt sich Erlegtes. Und da poste ich alles rein, was ich in den Streams und den Videos so abschieße. Und im Channel Erlegtes Community dürft ihr gerne eure Abschlüsse präsentieren. Und der Link für meinen Discord ist in der Videobeschreibung. Mal hoch auf den Berg, vielleicht haben wir da ein bisschen mehr Glück. Hier drüben an den Hängen auch nichts, keine Bergziege, kein was auch immer. Überhaupt habe ich auf den Bergen auch noch nie eine Bergziege gesehen. Die habe ich immer bloß unten im Tal gesehen. Also warum heißt sie Bergziege? Berg- und Talziege klingt halt doof. Ja nee, also Berg so überhaupt gar nicht, ne? Ist nur eine Talziege. Warum nennen die das dann nicht einfach Ziege? Warum muss das denn Bergziege heißen? Wenn die gar nicht auf dem Berg sind. Weißt du, sagt er und jetzt sieht er gleich eine Gruppe von Bergziegen. Wenn ich hier oben auf dem Kamm bin. Auf dem Kamm. Oh, was ist das? Ein riesiges Kreuz. Tja. Vielleicht sind da die Ziegen. Treffen sich da zum Beten. Ach nee, Ziegen sind eher so. Ziegen sind eher von Natur aus satanistisch, oder? Ich glaube schon. Ich glaube, Ziegen sind so mehr, die würden das da umdrehen. Das ist vielleicht auch ein Indiz dafür, dass es hier oben keine Ziegen gibt. Weil sonst wäre das Kreuz andersrum. Weißt du, was ich meine? Ist das ein Weibchen oder? Schauen wir mal nach.
auch noch ein Männchen? Weibchen? Männchen. Das sind zwei Sterne-Männchen. Oh, 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 scheiße, scheiße, scheiße. Da war meine Gruppe. Oh, ich bin ein Depp. Ich bin so ein Depp. Och, nö, Diggi, nö. Schade. Schade, für einen dreckigen Fasan habe ich jetzt ja alles riskiert. Naja, ist egal. Dafür hat er volle Breitseite bekommen, der Fasan. Wie Jagdwertung. What? Mal erfohlen Aufprallenergie. Ist doch voll drin. Jagdwertung 4 von 5. Warum? Weil wir zu viel rausgeschossen haben oder was? Weil wir den mit zu viel Kugeln getroffen haben, oder was? Hä? Das verstehe ich nicht so ganz. Also falls sich da jemand auskennt und mir sagen kann, warum wir hier nur 4 von 5 Sternen haben, bitte in die Kommentare damit. Der hat wieder 5 von 5 Sternen. 3 Sterne, 70,39. Ich glaube, besser ging nicht. Mit dem genetischen Potenzial, diese Sterne zu kriegen, ich glaube, besser ging nicht. Nee, das war nix. Also bis heute habe ich selten einen Hirsch geschossen mit einem Schuss und der blieb liegen. Selten. Das ist vielleicht, ist mir vielleicht in der ganzen Way of the Hunter Karriere 3 oder 4 Mal passiert. Ja. Und heute jeder Schuss auf einen Hirsch gleich ein Kill. Also ne, der ist gleich liegen geblieben. Das ist verdächtig. Guck doch mal, wie martialisch das aussieht. Er liegt einfach auf dem Stein. Der Stein ist voller Blut. Linker Lungenflügel. Er war erwachsen, männlich, 41,87. Ja, da wäre nicht viel mehr bei rausgekommen. Ist okay. Einen kleinen, süßen Hirschpo gesehen. Oh, hast du ein krasses Geweih. Schon wieder 4 Sterne. Schon wieder 4 Sterne. Ich werde es bereuen, aber ich schieße drauf. Mittlere Menge. Was steht da nochmal? Tier wird langsam schwächer und ist möglicherweise weiter entfernt. Okay, okay. Interessant. Das habe ich da auch noch nie gelesen. Da ist er. Weit ist er nicht gekommen. Okay, gerade noch so in der möglichen Aufprallenergie. Wir haben rechten Lungenflügel getroffen. Mhm.
86,21. Ich glaube, der ist safe 4 und wäre nicht besser geworden. Ich würde den trotzdem mal, ich finde den cool. Ich finde das Geweih toll. Würde den trotzdem mal mitnehmen. Und eventuell ausstellen. Ausgewachsen. Nee, erwachsen ein Stern. Ausgewachsen ein Stern. Ja, den nehmen wir raus. Auf jeden Fall nehmen wir den raus. So, linker, rechter Lungenflügel. Ich wollte eigentlich das Herz treffen, aber ja, okay. Hätte ich ein bisschen tiefer ziehen sollen und ein bisschen weiter hinten. Ja, verstehe. Also direkt über dem Bein. Ja, ich habe das auch schon tausendmal, habe ich das schon gesagt, ne? Aber immer wieder, wenn man in der Situation ist, macht man es falsch. Ist übrigens ein Weißbild, kein Maultierhirsch. Ah. Irgendwie war ich jetzt auf Maultier aus. Egal. Fasan. Ich muss da vorne hingucken. Da haben wir nämlich was gehört. Das sind noch keine Absprunggeräusche. Stell mich auf die Brücke, dann sehe ich wenigstens was. Dass ich jetzt nicht verjage. Einen erwischt. Ich glaube, mein erster Schuss in der Flucht. Muss ich gestehen. Habe ich vorher noch nie geschafft. Aber er war ja auch ziemlich langsam. Er wollte ja auch anhalten gerade. Also beziehungsweise er wollte gerade wenden, so wie die anderen das getan haben. Ich konnte schon so ein bisschen predikten, was er tut. Viel Blut, rosa. Easy. Es sollte ein Herztreffer gewesen sein. Oder zumindest Doppelung oder sowas. Irgendwas. Bin gerade erstaunt, dass er überhaupt noch laufen konnte. Ah, das mit diesen Schweißspuren, das macht Way of the Hunter schon grandios. Ist wirklich gut. So, was haben wir hier? Ich habe ihn auf jeden Fall ganz vorne hier in die Spitze reingetroffen. Beide Lungenflügel und die Hauptschlagader. No. Der ist verblutet. Ganz klassisch. Erwachsen, ein Stern. 63,46. Ist okay. Dafür, dass ich den jetzt hier im Drive-By geschossen habe, ist das schon okay. Ich habe schon wieder zweimal drauf geschossen. Ich habe schon wieder Chaos Vibes hier. Hör auf, zweimal drauf zu schießen, Mann. So, doch. Linker, rechter Lungenflügel. Sehr weit mittig, aber doch noch Lungenflügel. Und dann der zweite Schuss ging dann in die Innereien. Ah, bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt so gut war. Ja, 4 von 5, sage ich ja. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Das hätte man lassen sollen. Na, komm schon. Du Weibchen, hau vor ihm ab. Geh weg. Ja. Ja. Und erwischt. So, linker Lungenflügel.
schön zerstört. Trophäenwertung 1 Stern, 25,21. Der musste raus, auf jeden Fall. Sehr gut. Okay. Ausgewachsen, 3 Sterne. Nehme ich mit. Meter null. Mal gucken, dass die uns da nicht entdecken. Also ich habe auf jeden Fall nochmal getroffen. Ob ich ihn getroffen habe, das weiß ich jetzt nicht. Ich versuche mich aber so ein bisschen da ranzutasten. Ihr merkt das gerade, ne? An die dreckigen Taktiken hier. Mittlere Menge Rot, Nahrungsreste. Mit dem Magen getroffen, ne? Weiß ich gar nicht. Habe ich noch nie gemacht. Wieder dabei drauf, wenn man den in den Magen trifft. Mal gucken. Ich stelle mich jetzt auch schon mal auf eine lange Verfolgungsjagd ein. Ist aber auch echt weit gelaufen noch. Oh, das ist er. Hat sich hier vorne hingelegt. Da ist er. Da ist er doch. Das hat lange gedauert, ne? So. Schade. Die tatsächlich in den Magen getroffen. Sehr weit hinten. In den Magen. Der zweite Schuss ging dann hinten ins Rückgrat. Okay. Wahrscheinlich ein bisschen gelahmt danach. Tja. Ja. 4 von 5 Sternen. Jagdwertung. Aber 3 von 5 Trophäenwertung. Oh, Entschuldigung. 63,1. Ja. Ja, hier so. An der Stelle vom Fluss selten was, ne? Ich war auch sehr überrascht, dass wir da jetzt eben die Gruppe getroffen haben mit den drei, mit dem 3 Sterne. Aber es hat sich auch mit dem Update auch viel getan, ne? Die Spots, wo die Gruppen stehen, sind zurzeit ein bisschen anders. Immer mal da, mal hier. Aber da, wo sie jetzt sind, waren sie noch nie. Alter, was ist das für eine Gruppe? Schon fast eigentlich schussbereit hier. Die anderen sind alle schlecht, ne? War der da? Ja, ausgewachsen, 1 Stern. Ist schon okay. So, 180 Meter. Wir nullen auf 200. Und schießen! So. What the fuck? Den schon mal getroffen. Wann? Wann war das? Steht das hier? Erster Schuss? Datum? Wird das hier sehen? Also ich habe auf jeden Fall mit der Poe Hunter 2 drauf geschossen. Das war auf jeden Fall nicht heute. Aber steht hier nicht, wann dieser Schuss war? Ist schlecht. Ich würde gerne wissen, wann ich da mal drauf geschossen habe. Der zweite Schuss war jetzt linker, rechter Lungenflügel. Schön. So, er hat 5 von 5 Jagdwertung bekommen, hat nur einen Trophäenwertungsstern. 14,74. Der war wirklich sehr, sehr, sehr schlecht. Also, schlechter geht's fast gar nicht. Schön, dass wir den rausgenommen haben. Top. Ist gut für die Herdenpflege.
Das war's auch schon wieder mit dieser Folge Way of the Hunter. Das schwere Spiel diesmal, aber trotzdem sehr viel geschossen. Also war eine ganz, ganz gute Folge. Also ich habe sogar ein Tier dabei, wo ich sagen könnte, okay, das würde ich in meine Trophäenhalle mit aufnehmen. Ist zwar nicht 5 Sterne, aber 4 Sterne. Auf jeden Fall der beste Maultierhirsch, den ich jemals geschossen habe. Der davor natürlich, der mit dem mit 97% Potenzial, er wäre 5 Sterne gewesen, hätte ich ein bisschen stehen lassen, aber das ist immer die, der kritische Faktor bei 4-Sterne-Tieren. Schießt man die oder lässt man die gehen? Ja, es ist immer schwierig. Ich bin der Meinung, ich schieße lieber drauf, weil, warum nicht? Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.